wir sind gut drauf, ja, also logischerweise sind wir in einer relativ guten Stimmung, aber wir haben bewusst ja auch 3 Tage freigegeben, damit das Ganze auch abgearbeitet werden kann. Zum einen die emotionale Verarbeitung, was nicht so leicht ist, und zum anderen natürlich auch bei den jüngeren Menschen in unserem Kreis dann durchaus auch die Feierlichkeiten. Aber ich meine, 1-2 Mal feiert man das und dann weiß man ja, dass am Samstag in 14 Tagen ungefähr, dass dann nochmal so die relativ große Veranstaltung ansteht und der Sonntag dann auch, also das ist jetzt auch gut. Wir haben, und das habe ich glücklicherweise eben im Training auch gesehen, die Mannschaft hat nach wie vor große Lust auf Fußball und ja, wir werden ganz normal weiter trainieren, da wird keine Änderung mehr an Wochenplänen oder sonst was geben, es wird Fußball gearbeitet, bis dann irgendwann in 2,5 Wochen Urlaub anfängt. Mal ganz ehrlich, ist es nicht ein bisschen schwer zu motivieren, jetzt wo man eigentlich schon das erreicht für die letzten 2 Spiele? Ja, das hängt immer von dem ab, den man motiviert. Also für mich ist es nicht schwer. Also wenn wir schon mal da sind und Trikots ausgeteilt werden und so weiter, wenn wir im Bus da hocheiern, dann ist alles gegeben, was man braucht, um ein Fußballspiel gewinnen zu wollen. Und dementsprechend hat meine Mannschaft mir bisher nicht den Anlass gegeben, zu befürchten, dass sie Motivationsprobleme haben. Ich wüsste nicht, warum das jetzt so sein soll. Heute Abend ist Champions League, da spielt Schalke, gucken sich das an, in dem Wissen, dass sie nächstes Jahr dann da spielen und die dann nicht mehr? Also unter diesem Aspekt schaue ich mir das nicht an, aber es ist durchaus möglich, dass ich mal gucke, weil ich habe gestern am Barça Real auch geguckt und hatte irgendwie, wenn man das Spiel so sieht, denkt man sich, die können das ruhig gewinnen, jetzt gucke ich mir, also den Champions League meine ich, jetzt gucke ich mir noch an, ob Manus auch verdient hätte, hat ehrlich gesagt keine Auswirkungen auf den Ausgang des Spiels. Aber Sie freuen sich schon darauf, nächstes Jahr Champions League zu sein? Ja, das durfte man eigentlich schon eine Weile wissen, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen, dementsprechend ist das. Haben wir uns in den Gedanken, dass wir da irgendwann dabei sein sollen, so verrückt, dass sich das klingt, haben wir uns doch schon gewöhnt. Bitte. Frage ist jetzt, ich weiß nicht, ob es schon gestellt wurde, wegen Shahin, ob jetzt was DPA meldet, dass Barrios gesagt hätte, der Deal sei perfekt, so wird es zumindest in Gänsefüßchen zitiert. Was ist da dran? Wie entwickelt sich das noch die nächsten Tage? Also wenn Sie irgendwann in den letzten Wochen festgestellt haben, dass Lucas Barrios als Pressesprecher fungiert und das, was er dann kommentiert, er wird in irgendeinem Interview, nehme ich mal an, darauf angesprochen worden sein, wie er es findet, wenn Nuri irgendwas machen würde, und hat dann wahrscheinlich diesen Satz gesagt, falls er ihn gesagt hat, das ist auch noch nicht sicher. Und dementsprechend erhöht es die Wahrscheinlichkeit nicht, dass das dann tatsächlich eintritt. Und dementsprechend gibt es gar keine Neuigkeiten zu nichts. Eine Frage aber noch, für wen, was ist jetzt noch spannend, auf was achten Sie, außer der Nummer, die eigenen Spiele noch durchzubringen? Ist es der Abstiegskampf, wo man irgendwie so mit einem Auge drauf schaut, was ist noch spannend die nächsten 2 Spieltage? Also ich finde es ja immer spannend. Es gibt ja auch genügend Ziele, die noch zu erreichen sind. Es sind nur ein paar ganz interessante Konstellationen und dementsprechend ist das, finde ich, bietet das wirklich genügend Spannung. Aber für uns, wir haben auch absolut noch Ziele, muss man wirklich sagen. Wir haben bisher eine tolle Runde gespielt und würden die gerne noch zu Ende spielen. Also ich habe kein Problem damit, dass noch 2 Spiele sind. Ganz im Gegenteil, ich freue mich sogar sehr darüber. Und dass es für Werder Bremen am Samstag um sehr, sehr viel geht, ist uns allen klar. Aber wir wollen eben auch ein bisschen was erreichen und dementsprechend werden wir uns vorbereiten und das Spiel so auch durchziehen. Bei den Fans geht es ein bisschen so die Frage um erfolgreiche Mannschaft. Haben wir die nächstes Jahr noch oder klopfen da zu viele an mit zu viel Geld? Ich hatte auch noch keinen angesprochen von Fans. Also ich weiß nicht, ob wir am ZDF anrufen und sagen, wie sieht es aus, ist Borussia Dortmund nächstes Jahr noch da? Ja. Werden da sein und wir werden auch eine gute Mannschaft haben, das ist ganz bestimmt so. Also dementsprechend würde ich sagen, die Sorgenfalten sollten nicht allzu tief sein. Bei der nächsten beiden Aufstellungen werden da die Bänkler mit auf dem Platz stehen oder bleibt es so, wie es in den letzten Spielen auch war, dass die Stammspieler da sein werden und spielen? Es sind ja noch 2-3 Rekorde da, die zu brechen sind. Wir haben keine Bänkler, es werden die spielen, die den Eindruck machen, dass es funktioniert und die eben dann dementsprechend auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit uns bieten. Also wir werden uns nicht anfangen durchzumixen. Das finde ich, wäre ein tolles Zeichen auch, würde bestimmt gut ankommen. Es sind einige Jungs verdienen, ein paar Spiele jetzt zu machen, die beiden Spiele kommen auch durchzuspielen, aber das geht in dieser Konstellation nicht, dass einem dann wirklich alles Mögliche vorgeworfen werden kann. Wenn wir alle fit sind, dann werden wir mit der Mannschaft vom letzten Samstag auflaufen, ganz klar. Und sollte irgendwas passieren, was natürlich sein kann, dann werden wir wechseln, das ist auch normal. Aber wir können hier keine Spielpraxis verteilen, was am Ende der Saison ehrlich gesagt auch nicht mehr so notwendig ist. Shinji trainiert jetzt ein bisschen mehr schon mit Ball.
Der hatte am letzten Wochenende, glaube ich, von euch das mit Abstand schwerste, weil es da den Todesfall in der Familie gab. Ja. Er die Meisterfeier nicht mitbekommen hat. Gibt es da die Überlegung, dass man ihn vielleicht beim Heimspiel gegen Frankfurt dann nochmal irgendwie belohnt reinwirft? Ist das überhaupt möglich? Ja, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Also es ist durchaus ein Gedanken wert, finde ich, dass man Gingy im letzten Spiel in Kader nimmt natürlich. Inwieweit wir ihn dann auch noch einen Platz stellen können, das ist durchaus ein bisschen der Situation geschuldet in dem Spiel für Eintracht Frankfurt. Wenn jetzt am nächsten Wochenende nicht irgendwas ganz Verrücktes passiert, wird es in dem Spiel auch noch um richtig viel gehen und dementsprechend. Also ich würde mal heute sagen, nicht unwahrscheinlich, dass er ein Trikot anhat nächsten Samstag und die Trainingsklamotten und so weiter und nicht in Privat- und in Zivilklamotten da draußen rumsteht. Aber das stimmt, es war kein so ein tolles Wochenende für ihn, wobei er hat sich ja ankam, er hat durchaus sich mitbekommen, natürlich hat sich gefreut, die Jungs haben ihm geile Videos geschickt. Zum Teil konnte sein iPhone, glaube ich, auch noch retten, vor einem Pool geflogen. Ja, wir konnten alles iPhone retten. Die Jungs haben wirklich, das ist gut an der Generation, die achten darauf, dass die letzten Telefone erst zur Seite gelegt werden. Gut. Alles klar.